Heute möchte ich euch gerne mal ein Video zum Thema Aus zeigen. Und sehr viele Menschen trainieren immer ein sehr böses Aus. Ich versuche das immer entweder mit netten Worten zu üben oder was ich immer total gerne mache, ist meine Hunde lernen, wenn eine Hand am Spielzeug ist, dann spielen wir. Sobald die zweite Hand dazu kommt, ist das Spiel vorbei. Beziehungsweise sobald, geh mal auf Decke, sobald eine Hand in der Nähe von der Schnauze ist, geh mal auf Decke. Die Pute auch. Diskussion mit Teenagern. Ich zeige euch das jetzt mal. Also ich pushe den Odin jetzt ein bisschen hoch. Der knurrt mich auch an beim Spielen. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, dass es bei ihm wirklich ein Spielknurren. Er darf auch richtig dran ziehen. Wie gesagt, ich sage dann auch zieh, 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 push ihn noch ein bisschen. Aber entweder, sobald meine zweite Hand in die Nähe von seinem Gesicht kommt, dann lässt er automatisiert los. Oder wenn ich ganz nett Dankeschön sage, dann lassen die auch los. Ich zeige euch mal, wie ich das meine. Oh. Ja, wo ist er? Ja, zieh, zieh, ja, presse, 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 presse. Zieh. Zieh, zieh. Jetzt kommt die zweite Hand dazu. Und ohne, dass ich was gesagt habe, hat er sofort losgelassen. Das trainiere ich halt mit denen. Ich kann jetzt auch damit rumwedeln. Jetzt, er weiß jetzt, er soll da jetzt nicht mehr dran gehen. Und dann gebe ich ihm das wieder. Ich mache das gleich jetzt nochmal mit einem Dankeschön. Wie gesagt, wir haben kein Aus gelernt, weil man Aus meistens immer schon in einem bösen Tonfall sagt. Dann kriegen die Hunde ein komisches Gefühl. Ich sage immer total lieb und höflich Dankeschön. Und jetzt hat das hier geschrottet. Na, macht nichts fürs Video, reicht noch. Danach muss ich nähen. Das war mal Lottes Lieblingsspielzeug. Ich guck mal, ob es noch reicht fürs Video. Also, ich spiele jetzt wieder mit ihm, pushe ihn wieder so ein bisschen hoch. Oh, wo ist es? Oh, ja, wo ist er? Ja, ist er. Ne? Bis er wieder da so im Spielmodus drin ist, wobei das jetzt so halbherzig ist. Ne? Jetzt hat er ein bisschen keinen Bock mehr. Ja, super. Und du stärkst uns gerade. Geh, Max. Na, schade. Jetzt hat er wirklich keine Lust mehr. Jetzt sage ich Dankeschön. Und auch da habt ihr gesehen, bei Dankeschön hat er sofort losgelassen. Da, hier kannst du wieder haben. Und als Belohnung, weil er das so gut gemacht hat, darf er das Spielzeug jetzt wieder mal haben. Spielen ist immer sehr, sehr gut für die Bindung zu seinem Hund. Ich spiele sehr viel mit meinen Hunden. Kann auch manchmal so enden, wie man hier sieht. Ne, mit Bullies spielen gibt manchmal eine Platzwunde. Die wollen halt mit ihrem Bulli-Kopf manchmal bumsen die halt irgendwo dagegen. Ja, aber wie gesagt, so baue ich das halt mit dem Aus auf, beziehungsweise, dass ich gar nicht das Aus benutze, sondern dass ich halt wirklich meine Hand, meine zweite Hand in das Gesicht des Hundes halte, dass sie dann automatisiert loslassen. Oder halt, wenn ich ganz freundlich die Worte Dankeschön sage, dann spucken die halt auch immer alles aus. Ich werde jetzt das Video beenden, ich muss noch später das Spielzeug retten, bevor es ganz kaputt ist. Vielleicht hat der ein oder andere was dabei gelernt und es ist nicht schlimm, wenn eure Hunde sich hochpushen, solange ihr die auf Knopfdruck wieder runterfahren könnt. Bis bald, tschüss! Hier noch ein kurzer Nachtrag zu dem Video. Das habe ich gerade, glaube ich, nicht deutlich genug gesagt. Natürlich kann man das auch mit einem ganz normalen Austrainieren, aber meistens hat der Hund ja irgendwas in der Schnauze, was er da nicht haben soll. Und dann gehen wir natürlich schon sehr nachdrücklich dahin und dann kommt auch noch mit so einem ganz bösen Tonfall aus, meistens auch noch mit diesem Gesichtsausdruck. Und der Hund hat einfach kein gutes Gefühl dabei. Das fühlt sich für ihn doof an und meistens nimmt er das dann und rennt ganz schnell weg, weil er ganz genau weiß, wir sind sauer auf ihn und haben dann schlechte Laune und wollen ihm das auch noch wegnehmen. Und ich gehe immer ganz freundlich zum, also beziehungsweise ich gehe gar nicht auf meine Hunde zu, eigentlich, wenn die was haben, sondern ich gehe eher in die Hocke, strahle die wirklich an und sage, oh, was hast du denn da? Zeig mal her. Und dann kommen wirklich alle drei Hunde freudestrahlend an, oh, gucke mal hier, legen mir das in die Hand und dann sage ich Dankeschön und dann kann ich das einstecken. Während ich jetzt Dankeschön gesagt habe, hat der Ode neben mir auch sein Spielzeug fallen gelassen. Also es klappt wirklich wunderbar, weil man das Wort Dankeschön auch mit einer ganz anderen Intention sagt. Und das, was ich im Video auch vorgemacht habe mit der zweiten Hund, mit der zweiten Hand, das habe ich mir angewöhnt, weil ja, wenn man doch mal schlechte Laune hat, man überträgt halt seine Laune, natürlich überträgt man das über die Stimme, ne? Das kann man gar nicht verhindern. Und wenn ich halt einfach die zweite Hand dazu nehme, das ist eine relativ neutrale Handlung, man darf natürlich nicht damit den Hund über den Kopf hauen, sondern wirklich einfach nur die zweite Hand ganz ruhig dazu nehmen, das ist auch eine sehr neutrale Geste, sodass der Hund dabei auch kein schlechtes Gefühl bekommt. Weil sobald die Hunde ein schlechtes Gefühl bekommen, wenn wir denen was wegnehmen wollen, dann rennen die damit weg und wir haben keine Chance mehr, ihnen das wegzunehmen. Deswegen trainiert ein freundliches Aus oder ein Dankeschön.